Gibt es eigentlich ein Krankenhaus für Vögel? Ja, gibt es. Ein Beispiel dafür wäre die Vogelpflegestation im Wildpark Ekolt. Hier werden kranke oder verletzte, freilebende Vögel versorgt und verwaiste Jungvögel auf die Zeit in der freien Wildbahn vorbereitet. Dies ist ein wichtiger Beitrag zu Natur- und Artenschutz. Die gesamte Pflegestation wird ehrenamtlich vom Wildpark Ekolt betrieben und ist eine private Initiative des Gründerpaars Hadlerpaar. Häufige Gäste sind Weißstörche und Turmfalken, aber es werden auch andere Vögel versorgt, wie dieser junge Eisvogel, der einen Flügelbruch erlitten hat. Eisvögel bekommt man in freier Wildbahn nur selten zu Gesicht. Hat man jedoch das Glück, bemerkt man wahrscheinlich nur einen blauen Pfeil, der an einem vorbeischießt. Ebenfalls zu Gast in der Vogelpflegestation sind Sumpfohreulen. Diese Eule hat eine Augenverletzung unbekannten Ursprungs. Die drei anderen haben Flügelverletzungen. Die Eltern dieser beiden Rohrweihen haben, wie viele andere ihrer Art, in einem Getreidefeld genistet und wurden von einem Mähdrescher überrascht. Sie haben es nicht geschafft, ihre Jungen jedoch sind durchgekommen und zur Vogelpflegestation gebracht worden. Sie werden ausgewildert, wenn sie älter sind. Die junge Ente wurde ohne Eltern aufgefunden und hierher nach Ekolt gebracht. Sie wird später ebenfalls ausgewildert. Diese Turmfalken sind Waisenkinder und wurden hier großgezogen. Das Ziel ist es, die Vögel zu trainieren, lebende Mäuse zu fangen und so auf das Leben außerhalb der Station vorzubereiten. Wenn Jungstörche gefunden werden, müssen sie wie alle anderen Vögel aufgepäppelt werden. Danach gibt es ein Konzept, das die Störche darauf vorbereiten soll, eigenständig zu werden. Zuerst kommen sie in diese Voliere, um sie an das Leben draußen zu gewöhnen. Nach ein paar Tagen werden die jungen Störche in einen kleinen, eingezäunten Bereich gebracht, wo sie die ersten richtigen Flugversuche unternehmen können. Sobald sie soweit sind, fliegen sie über den Zaun auf eine große Wiese, wo sie weiter versorgt werden und die Flugmuskulatur trainieren. Ende August machen sie sich alle zusammen auf den beschwerlichen Weg nach Süden. Doch es gibt noch andere Fälle. Die Tierpflegerin Kelly Pfaff füttert heute einen Weißstorch, der mit einer Flügelverletzung gebracht worden ist, durch die er nie mehr fliegen kann. Der Storch ist Menschen gegenüber noch scheu und wird zu den anderen flugunfähigen Störchen gebracht. Hier wird er versorgt und seine Nachkommen stützen die freilebende Storchpopulation. Im Gegensatz zu den Turmfalken, die glücklicherweise bereit sind für die Auswilderung. Und so schließt sich der Kreislauf wieder. Das Tier wird vom Menschen verletzt, vom Menschen versorgt und letztendlich wieder der Natur zurückgegeben.